Der Hals kommt in diesen Ring, die Hände werden an die Stange geschlossen und so wird der Delinquent vor das Gericht geschleppt. Und da hat er nur eine Hoffnung, dass hier auch Recht und Gesetz gelten. In der Stadt Magdeburg war das so und das schon lange, bevor Bischof Wichmann im Jahr 1188 das Recht der Stadt modernisierte. Das Ganze geschah in einer Zeit, in der Kaufleute und ihr Handel Rechtssicherheit brauchten und daher daran interessiert waren, dass sie sich in den unterschiedlichen Städten und Ländern auf gleiche rechtliche Grundsätze verlassen konnten. Ab 1220 arbeitete Eike von Repkow 15 Jahre lang an seinem Sachsenspiegel, dem ältesten niedergeschriebenen mittelalterlichen Rechtsbuch. Und gemeinsam mit dem Magdeburger Recht verbreitete sich diese Form der Gerichtsbarkeit weit über die Grenzen von Magdeburg und Mitteldeutschland hinaus, vor allem in Richtung Osten. Das ist eine Darstellung des mittelalterlichen Magdeburg. Das Rathaus, der Roland, der Hirsch und hier trafen sich die Mitglieder des Magdeburger Schöffenstuhls und entschieden über Streitfragen, zu denen sie von Gerichtsgremien aus zahlreichen Städten zwischen Görlitz und Krakau um Rat gefragt wurden. Das letzte, was von diesem Haus zeugt, ist dieser Wappenstein. Das verwitterte Hauszeichen zeigt Jesus Christus als Weltenrichter und genau dieselbe Darstellung zeigt das Siegel des Magdeburger Schöffenstuhls. Jesus Christus auf einem Regenbogen thronend, die Füße auf der Weltkugel ruhend, die Hände zum Betrachter geöffnet und damit seine Wundmale zeigend. Er wird begleitet von den Attributen seines Leidens, drei Nägel, die Lanze und die Dornenkrone. Die lateinische Inschrift lautet Sigillum Scaribonum Magdeburgensis, Siegel der Schöffen von Magdeburg. Es ist ein relativ kleiner Gegenstand aus Eisen, gerade so groß, dass eine Hand ihn gut greifen kann. Aber wenn dieser Stempel in den heißen Siegellack gedrückt wurde, war das Dokument beglaubigt. Die Empfehlung des Schöffenstuhls wurde vor Ort zur Urteilsfindung genutzt. Den Magdeburger Schöffen und damit ihrem Siegel wurde dabei eine große Hochachtung in Rechtsangelegenheiten entgegengebracht.